Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Ich habe auch mal kurz nachgeguckt, wo sich der nächste rote Stein befindet. In dem vorherigen Gebiet, da war ja auch ein roter Stein. Ich glaube, ich habe im letzten Part gesagt, dass der rote Stein der Stat-Multiplikator mal 2 ist. Es stimmt nicht, das ist der Stat-Multiplikator mal 6. In Stat-Multiplikator mal 2 befindet sich hier. Und den werden wir auch kurz mal gucken. Den werden wir auch mal schnell kurz kaufen. Und dann haben wir Stat-Multiplikator mal 8. Und dann geht's hoffentlich zum nächsten Level. Leisten können wir uns den, ja. Dann vermute ich mal, dass, ich vermute jetzt mal, dass jeder dann halt, jeder Stein das kostet, was. Wie erkläre ich das jetzt? Ah ja, halt, Stat-Multiplikator mal 2 kostet 200.000. Mal 4, 400.000. Mal 6, 600.000. Mal 8, 800.000. Und mal 10, 1 Million. Könnte ich mir zumindest jetzt vorstellen. Ist nur eine Vermutung. So, jetzt müssen wir nochmal mit dem Zug fahren. Machen wir doch gerne. Ich habe auch nachgeguckt, wo die restlichen Stat-Multiplikatoren sind, also 6, 8 und 10. Ja, dafür müssen wir noch ein bisschen spielen. Für den hier rechts brauchen wir noch eine, das ist Stat-Multiplikator mal 6, für den brauchen wir noch eine andere Fähigkeit. Für Ron, die wir, ich glaube, im, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Könnte auch schon in diesem Film sein. Naja, wir werden es ja sehen. Ach, es ist wirklich ein Level. Und hier ist Geld. Ron, schau hin. Kann ich? Und es geht. F, den Stuhl. Also wahre Zauberer werden wir jetzt bestimmt in jedem Level. Wäre komisch, wenn nicht. Hier 2000er Stats, 1, 2. Ah ne, das machen wir gleich. Werfen wir nochmal kurz weg. Erstmal Geld und das, was wir hier so finden. Na gut, dann, okay, stimmt. 3 müssen wir davon da draufsetzen. Dann machen wir das kurz. Die 2, 1 von 2, von 3. Und 2 von 3. Gut, das Geld nehme ich mir hinter dem Tresen mal. Weg. Okay, da sehe ich jetzt nichts mehr. Hier oben kann man noch irgendwas machen. Und hier auch.
nochmal runter für das ganze Geld, was hier liegt. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nein. Und die Ente, die habe ich runtergeschossen. Oh, das ist für eine Minikette. Okay. Also Hauswappen. Wollen wir das Bild nicht lieber bedecken? Würde ich hier sitzen, dann wäre das nicht das, was ich sehen wollen würde. Gut, hier. Viel Spaß damit. Jetzt sollen wir hier auch noch aufräumen. Oh, 10.000er. Na gut, ich klaue erstmal dein Geld, Professor, und danach mache ich hier sauber. Nehme ich als Bezahlung dafür. Da hat mich das wohl zerquetscht. Das wollte ich ja so nicht haben. Zehntausender? Nichts. Ein Waschbecken. Ah. Kann ich mich rächen? Ja, kann ich. Es gefällt mir ja nicht, einfach so getötet zu werden vom Servierwagen. Was soll ich denn... Ah, hier ist sowas. Erstmal kurz das Geld. Ich brauche, also Geld ist natürlich immer schön, aber... Ah, jetzt geht's, okay. So, dann fegen wir mal den Tisch. Apfel runter mit dir. Und dann räumen wir ab. Und waschen ab. Sehr tiefe Spüle. Und wir wischen nochmal den Tisch. Hmm. Ah. Huh?
Es geht noch weiter. Tanzen wir ja mal. Oh, es gibt unendlich Geld. Ah, ne, jetzt hat es aufgehört. Zehntausender oder 80.000er? Okay, den Level kann ich nicht anschießen. Komm mal raus da. Hier gibt es aber auch viel Geld. Wir haben jetzt schon 600.000. Kommst du da raus? Na toll gemacht. Und nochmal umgerannt. Direkt zweimal auf den armen Level. Dann öffnen wir das hier mal. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Ein Hauswappen. Und natürlich wahrer Zauberer. Und sehr viel Geld. Wir haben die 1 Million Stats. Ein besonderer Moment in jedem Lego-Spiel. Und 2 neue goldene Steine. Okay. Er deutet wahrscheinlich darauf hin, dass wir zu spät zum Zauberunterricht sind. Okay, den Zauber lernen wir nun. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aquamenti steht da unten. Aquamenti. Okay, so funktioniert der. Ich glaube, unser Wasser ist dafür zu schwach. Ja. Kannst du aus dem Weg gehen? Aua. Okay, ich kann mich damit selber umhauen. Nicht so gut. So, das ist aber genug Wasser.
Das kannst du gerne in Ruhe lassen. Unten links, oben rechts, unten rechts und oben links. Das, das, das und das. Eine Muschel. Nicht der Schlüssel. Ah, Schüler in Gefahr. Der wird jetzt sehr viel Geld geben. Ich stehe jetzt sehr weit davon weg. Stopp, hör auf dich zu freuen. Hättest du auch selber machen können. Er hat doch bestimmt auch den gleichen Zauber gelernt. Deswegen ist er doch hier. Oder er ist Teil des Unterrichts. Und der Professor hat ihn dort platziert. Okay, ins Bild kann ich leider nicht. Wenn ich kein... Das Feuer im Bild kann ich nicht löschen. Ja, ich helfe mal. So, was ist da drin? Oh. Irgendwas, was wir zusammenbauen können, was aber explodiert ist. Eine Gießkanne. Wo kommt das hin? Achso, da. Ist, glaube ich, sogar automatisch dahin gegangen. Wir haben den Schlüssel. Nein, nicht fallen lassen. Oh, Tausender. Aquamentiv freigeschaltet. So, jetzt fehlt nur noch der Zauber oben links. Und dann haben wir alle Zauber, die man lernen kann. Also die Harry in diesem Spiel lernen kann. Gibt natürlich noch einige Zauber mehr. Ein paar kann man dann, glaube ich, auch kaufen. Aber das dann später. So, da können wir jetzt theoretisch auch rein. In die Bibliothek ist es, glaube ich. Aber noch nicht. Irgendwann anders. Bringt das ja eigentlich was? 1 von 3 oder irgendwie sowas? Nein, aber er gibt Geld raus. Auch gut. Und es geht wieder dort lang. Wie kommt Hagrid denn hierher? So schnell. Führt. Ich kann Hagrid hochheben. Das war laut. Ich glaube, Hagrid wiegt ein bisschen was. Ein bisschen mehr als Harry. Nein. Einsteigen. Oh.
Aha. So, jetzt sind wir hier. In einem weiteren Level. Ja, toll, die Waschmaschine versperrt uns den Weg. Ah, er kann ja reparieren. Hier ist irgendwas. Ein Kleidungsstück. Ach so, wir müssen da einmal eine komplette Kleidung dort suchen. Und wir sind jetzt schon wahrer Zauberer. Ein Toaster. Und Brot. Er hat ja diesen Zauber, das habe ich schon wieder vergessen. Drei von vier. Hier ist das zweite Teil. Und eins fehlt noch. Aber hier haben wir als erstes mal ein Hauswappen. Ach so, hier kann man noch was reparieren. Das habe ich nicht gesehen. Auf zu reparieren. So, kannst du weiter reparieren. Und wir bauen was. Und dann einmal das hier. Bringt das hier oben was, weil da kann ich aber was dagegen. Eine Blume. Die man zerstören kann und dann kriegt man ein bisschen Geld dafür. Mit der Waschmaschine, die kann ich auf jeden Fall noch anvisieren. Und ich habe das dahinter getroffen. Naja, gut, aber hier beende ich dann jetzt erst mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Mal.